Guten Morgen! Heute wieder mal aus dem Bett. Einfach aus dem Grunde, weil ich euch mit dem Rechner mal einen Vergleich zeigen möchte. Ich habe jetzt schon von mehreren Seiten von TEF gehört. TEF, dem neuen Wundermittel. Besser als Quinoa und sowieso das Allerallertollste. Und da muss ich einfach mal hier ein Video machen. Und ja, ich denke, es ist einfach sinnvoller, da hier mit euch direkt gleich durch die Zahlen zu gehen, um da einem wirklich mal ein bisschen Seriosität in die Diskussion reinzubringen. Weil die Problematik bei TEF ist, es wird nur in Äthiopien angebaut und derzeit zumindest. Und die Problematik, die damit natürlich einhergeht, ist, dass wenn alle Welt jetzt TEF kauft, weil das so ein Superfood ist, dass TEF, was ein Grundnahrungsmittel für die Äthiopianer ist, Äthiopier, also Äthiopier ist, dass die natürlich, dass das die Preise verteuert und dass die Äthiopier auf ihr Grundnahrungsmittel nicht mehr zugreifen können. Und das wird aber sich genauso abzeichnen wie bei anderen Sachen. Auch Quinoa ist ein gutes Beispiel dafür. TEF, das neue Wundermittel. Schauen wir uns das TEF, das neue Wundermittel an, bevor ihr euch auch mal TEF kauft, nur um halt in diesem neuen Wundermittel da auch ja, da von den gesundheitlichen Effekten zu partizipieren. Also, ich habe es jetzt mal verglichen mit Quinoa, dem totalen Wundermittel bisher, und der Süßlupine, ein regionales, uns, für uns regionales Mittel ja, zum Essen. So, wir fangen an. Ihr seid erstmal, wir nehmen jetzt hier diesen Bereich und das sind jetzt erstmal generell die Energiedichte, die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße zugegen. So Sachen, die Makronährstoffe. Energie sieht man, ist bei allen ungefähr gleich, jeweils 100 Gramm Rohmasse. TEF-Getreide, Quinoa-Getreide und Süßlupine. So, und da seht ihr, Energie ist ungefähr gleich. Der Anteil der Kohlenhydrate ist bei TEF und Quinoa etwas höher als bei der Süßlupine. Für einen Veganer ist das sogar eher ein Vorteil, weil wir generell, was die Proteine angehen, sicherlich das eine oder andere Mal mehr schauen müssen. Ich habe das selber auch in meinem Ernährungsalltag ja, feststellen können und habe deshalb auch teilweise Erbsen- und Reisprotein substituiert. Dank der Süßlupine muss ich das jetzt nicht mehr tun. Also hier erstmal schon klar, Süßlupine im Vorteil für uns Veganer oder für die Leute, die gerne Eiweiße konsumieren. Kommen wir zu den Fetten. Beim Fetten ist immer das eines der großen Dinge, inwieweit Omega-3-Fettsäuren enthalten sind und wie diese in Relation zu den Omega-6-Fettsäuren stehen. Bei Getreide werden wir da nicht so gute Werte erhalten wie bei Leinsamen oder bei Hanfsamen oder selbst bei Walnüssen. Aber schauen wir uns das mal an. Also bei dem neuen Wundermittel TEF ist 0,1 zu 0,9, also 0,1 Gramm Omega-3-Fettsäuren und 0,9 Gramm Omega-6-Fettsäuren. Das Verhältnis seht ihr ist weit über dem Maximum, also idealerweise ist es 1 zu 1, das werden wir beim Getreide nie finden, aber hier seht ihr selber, das Getreide ist 1 zu 8, 1 zu 9 ungefähr und ja, entsprechend nicht so ideal, aber es ist halt eh kaum enthalten, von daher ja. Bei Quinoa ist schon etwas mehr Fett enthalten, also Omega-3-Fettsäuren 0,3. Auch hier ist Verhältnis 1 zu 10, so ungefähr auch wie bei dem TEF. So, dann kommen wir mal zu Süßlupine. Hier ist das meiste Omega-3 enthalten, was wirklich wichtig ist. Das Video zu Omega-3-Fettsäuren verlinke ich euch oben. Und das Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren ist 1,5. Das heißt, auch hier ist die Süßlupine den beiden stark überlegen, sowohl in der absoluten Zahl der Omega-3-Fettsäuren als auch im Verhältnis zu den Omega-6-Fettsäuren. Kommen wir mal zu den, ja, zu den Aminosäuren. Und wie ich schon sagte, Aminosäure, das ist eine Sache, wo wir als Veganer durchaus da hin und wieder mal drauf schauen sollten. Und da sieht man ja ganz eindeutig, natürlich auch geschuldet dem hohen Proteinanteil, dass die Süßlupine quasi hier sowohl das Quinoa, das Superfood Quinoa, als auch das Super-Superfood TEF bei weitem überragt. Schaut mal hier, was 100 Gramm Süßlupine bereits an Aminosäuren haben. Hier ist schon der Bedarf eigentlich bei fast allen gedeckt. Der Bedarf reicht so 60 bis 80% der Werte ist ja eigentlich schon gedeckt. Warum das so ist, habe ich in anderen Videos erklärt. Ja, das Einzige ist halt Methionin, wo halt vielleicht noch ein bisschen Bedarf ist, aber ansonsten, ihr seht das ja selber. Und vor allem, und das muss besonders hervorgehoben werden, Lysin. Lysin ist eine Sache, wo wir Veganer häufiger mal ein Problem haben und ja, auch hier kein Problem, ist fast schon mit 100 Gramm der Bedarf gedeckt.
Ja, kommen wir zu den Vitaminen und zu den Mineralstoffen. Wieder das Superfood Quinoa, das Superfood Teff und hier die Süßlupine. Bei den Vitaminen sieht man die ungefähr exakt selbe Verteilung. Man sieht hier wie so einen kleinen Bogen, wobei die Süßlupine bei B1 etwas mehr hat und ja, das ist ungefähr gleich, ne? Also bei B3 ist ein bisschen Teff ganz oben dabei. Ja, bei B2 ist halt eben das Quinoa und bei der Folsäure gehen sie alle wieder hoch. Auch da wieder die Süßlupine ja, exorbitant höher als die beiden anderen. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Bei den anderen ist es ungefähr das gleiche. Dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten, so dass in der Süßlupine Vitamin C enthalten ist. Wobei, wie gesagt, bei der Süßlupine Vitamin A und Vitamin K und auch Vitamin E soll auch enthalten sein, habe ich auf der anderen Seite gelesen. Steht hier aber bei 0. Also nehmen wir das einfach mal so hin. Ja, und hier wäre dann bei Quinoa ein bisschen mehr Vitamin E und hier Vitamin K bei Teff. Aber das sind halt so nicht wirklich relevante Dinge. Also relevant im Sinne von wie viel Prozent, also wie viel Milligramm und im Vergleich zueinander. So, und dann kommen wir zu den Mineralstoffen. Und ja, auch da sieht man in etwa ungefähr die gleiche Verteilung von denen. Also wenig Calcium, dann. Ja, so ein Kupfer, Eisen und Magnesium, so Dings, dann geht es wieder hoch bei Mangan und ja, und genau, dann kommt Phosphor, Kupfer und so weiter und Zink. Und wenn man das anschaut, ist auch ungefähr in etwa gleich, aber auch hier sieht man immer wieder, also dass tendenziell die Süßlupine immer noch mehr hat als die beiden anderen. Das heißt, ja, das Superfood Teff. Das ist nicht so super, super. Das wird jetzt einfach nur gehypt. Ja, man kann damit Pfannkuchen machen, man kann Brei machen, Suppe, Pasta, Eintöpfe. Ja, und man gibt an, dass es halt, ja, so das neue, ja, quasi, Superfood hatte ich schon gesagt, aber ja, der neue heilige Gral ist für die Ernährung. Und das geht einfach wieder nur ausgehend von den Exporteuren vom Teff. Die das sozusagen, die damit Geld machen wollen, die einen neuen Trend etablieren wollen und die sich damit eine goldene Nase verdienen wollen. Die äthiopische Regierung hat allerdings schon eingeschritten. Sie hat den Export schon angefangen zu reglementieren und das wirklich strikt kontrolliert. Aber die Exporteure finden natürlich dann trotzdem irgendwie einen Weg, bezahlen Schwarzgeld an Bauern, dass sie hier sozusagen ihr Teff überlassen und tun das über Drittwege aus dem Land schleusen und so weiter. So, also von daher, bitte. Achtet darauf, wenn ihr etwas kauft und ihr seht irgendwo Superfood, dass ihr erstmal recherchiert, was es an regionalen Alternativen gibt. Und hier seht ihr eindeutig, dass ihr Quinoa wegschmeißen könnt und dass ihr Teff wegschmeißen könnt. Beides als Superfood sozusagen deklariert, aber beides für die Bevölkerung dort ein essentielles Lebensmittel, ein essentielles Grundnahrungsmittel, was in die Welt teuer exportiert wird. Dabei haben wir die Süßlupine direkt vor uns, die viel, viel bessere Werte sogar noch hat. Und ja, und da einfach mal so ein Appell an eure Bewusstheit. Bei den Süßlupinen habe ich jetzt mittlerweile einen Anbieter gefunden, wo die Keimquote am besten ist und der sich preislich auch noch billiger bewegt als die von Amazon, etwas teurer sind als die aus Österreich, die aber eine ganz, ganz schlechte Keimquote hatten. Das sind auch die billigsten. Und von daher, den Link habe ich euch mal unten hin getan. Das ist die Firma Proviant. Dort könnt ihr auf der Webseite ja einfach die Süßlupinen-Samen suchen. Da kostet das Kilo 6,95 €. Und ja, wie gesagt, ist ein regionales Lebensmittel und ist den anderen weit überlegen. Und dazu kommt auch der ökologische Fußabtritt ist aufgrund der Regionalität natürlich viel, viel geringer. Und ja, und deswegen, also ich kann nur sagen, Hände weg von Teff, Hände weg von Quinoa, greift zur Süßlupine. Mit Bewusstheit, mit Verstand und dem Herz an der richtigen Stelle. Alles Liebe, euer Christian.